Ja, meine Lieben, ich dachte, wir gehen nochmal gemeinsam hier im Wald und verbringen ein bisschen Zeit. Ich suche eine schöne Stelle und dann geht es los. Der Ari weiß genau, was ich dabei habe. Das hat er heute Morgen schon gerochen und seitdem wirklich guckt er mich immer an und wartet, dass ich es ihm gebe. Aber Ari, wir müssen noch ein bisschen da in den Wald. Komm, mein Schatz. Also der Ari isst sein Knochen und ich hole auch mein Essen raus. Ich habe mir so einen Thunfisch mitgebracht. Ich hatte so einen Hunger da drauf. Ja, ui. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen, Amen. So, dann werden wir das mal probieren, wie das schmeckt. Eigentlich wollte ich noch Brot und Käse mitbringen und Pfeffer und das so aufs Brot machen, Pfeffer drauf, Käse drauf, wo ich immer so auf der Straße war oder da haben wir noch im Auto gelebt. Ich mit meiner Ex-Freundin, ich habe auch meine Zeit im Auto gelebt. Ja, da haben wir das, das kann man halt gut einpacken, wenn ihr wisst, was ich meine. So eine Dose. Das haben wir dann gegessen und das war so lecker, weil wir hatten halt so einen Hunger und seitdem ist es eigentlich etwas, was ich sehr gerne esse. Kann man auf jeden Fall machen, wird man satt von. Ja, meine Lieben, der Livestream macht mir sehr viel Spaß, aber bald ist halt mein Datenvolumen aus, dann wird das nicht mehr funktionieren. Manchmal ist es auch ein bisschen, bin ich überfordert, weil dann schreiben echt sehr viele und ich komme da durcheinander. Ich habe es auch schon einige Mal im Live-Chat gesagt. Manche heißen dann Trini-Wini, aber in Wirklichkeit Harald. So. Und ja, das ist schwer für mich dann überhaupt zu merken. Ne? Verzeiht mir deswegen, dass ich mir auch nicht alle Namen merken kann. Wie gesagt, bald ist eh das Datenvolumen vorbei. Ja, und was mir aufgefallen ist, ich habe ja schon mal erzählt, ich hatte schon mal Livestream gemacht über so eine Agentur irgendwie, aber nicht auf YouTube, sondern ganz woanders. Und ja, da habe ich das wirklich nur geschafft mit Alkohol, ne? Deswegen habe ich dann auch nicht mehr gemacht, weil ich einfach gesagt habe, das lohnt sich nicht, ne? Du musst dich da betrinken, dass du das kannst, dass du da dich irgendwie öffnen kannst. Das war sehr überfordernd. Und jetzt ist mir letztes Mal aufgefallen, dass eigentlich hat sich auch geändert, dass es mit mehr Spaß und Freude verbunden ist, ne? Was früher einfach eine Riesensache war, macht mir jetzt oft sehr viel Spaß. Ich danke euch dafür, weil das macht ihr ja auch, ne? Würdet ihr da nicht reden und so. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall dafür. Jetzt wollen wir mal das mal weiter essen. Ich habe schon geschaut, wo ich mehr Datenvolumen herbekommen kann. Bei meinem Anbieter ist es aber echt voll teuer, ne? Wenn ich das aufstocken würde, dann habe ich einen anderen gefunden. Das wäre ganz gut. Preislich okay. Aber das hat nur 15 Mbit. Also ist nicht so schnell. Ich weiß nicht, ob das überhaupt reichen würde für einen Livestream. Ich glaube eher nicht. Da macht es halt gar keinen Bock. Das lohnt sich irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Sehr schade irgendwie. Ne? Schade, ja. Es gibt halt einmal im Monat ein paar Livestreams und dann nächsten Monat wieder, wenn alles gut läuft. Ne? Ich weiß ja auch nicht, wie lange ich mich das traue, Leute. Schaut mal, heute habe ich auch meine Anhänger dabei. Ich will vielleicht nachher, wenn ich hier gegessen habe und fertig bin, jetzt ist es ganz weiß. Video davon machen. Toll, ich mache sie extra hier in dieses Ding rein und da sind 1000 Fussel drin. Und dann habe ich noch den einen dabei, das habe ich euch schon mal kurz gezeigt. Der ist ja entstanden, wo das mit dem Haus dann doch nicht geklappt hat. Da kam mal die Idee dazu. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht matt, sie wandeln und werden nicht müde. Das habe ich so als meine Motivation genommen, weil ich war schon ein bisschen traurig wegen dem Haus, dass es nicht so geklappt hat, das zu mieten. Ja, wir laufen weiter, wir hören nicht auf. Ich höre jetzt nicht auf damit oder krieg so eine miese Stimmung, sondern ja. Es geht weiter. So, davon will ich vielleicht ein paar Videos machen, aber ich habe nicht allzu viel Zeit, weil ich muss dann auch nach Hause und weiterarbeiten. Aber mal schauen.
Mal schauen, vielleicht kriege ich es eben hin. Ja, meine Lieben. Ich werde jetzt noch weiter essen. Boah, morgens wirklich. Ich bin nicht so der Morgensesser. Also ich bin schon fast satt. Aber ich merke, dass ich morgens essen sollte. Mit dem Alter merkt man das. Sonst ist mir so schlecht, bin ich ein bisschen kraftlos. Weiß auch nicht. Deswegen ist es gut, wenn ich das jetzt esse. Ari ist ja auch noch beschäftigt. Ari, schmeckt es dir? Boah, Junge, du bist ein Killer. Selbstständigkeit läuft noch immer gut. Ich bin auch noch immer sehr motiviert. Da gab es jetzt ein kleines Problem. Was heißt Problem? Selbst verschuldet. Ich schalte ja auch Werbung, also gebe Geld für Werbung aus. Und das muss man immer im Auge haben. Ne? Das läuft nicht einfach so, wie manche Werbung das versprechen. Also da bezahlst du da irgendwie, was weiß ich, 1.000, 500 Euro hin und dann läuft das ganz von alleine und du kannst gucken, wie du hohe Gewinne einfährst, sondern du musst auch wirklich jeden Tag das kontrollieren. Ne? Was passiert da? Hat sich irgendwas verändert? Das habe ich vergessen gehabt. So, und das war der erste Monat, wo die Ausgaben, Werbeausgaben höher sind als die Einnahmen. Das war schon ein ziemlich mieses Gefühl, könnt ihr euch vorstellen. Ja, ist nicht angenehm, das zu sagen, aber jedenfalls habe ich dann mehr Minus als Plus gemacht mit glaubemir.de. Dafür habe ich noch einen anderen Bereich, wo ich das mit auffangen konnte. Gott sei Dank, ja. Das, ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt, habe ich versucht, das ja so verschiedene aufzuteilen. Das heißt, wenn glaubemir mal schlecht läuft, das kann ja auch sein, oder ich mich da verkalkuliere mit der Werbung, ich habe einfach nicht aufgepasst, dass ich halt auf der anderen Seite von woanders das wieder ein bisschen ausgleichen kann. Das hat auch gut geklappt, Gott sei Dank, sonst wäre das ein Moment jetzt gewesen, wo ich gedacht hätte, scheiße. Ja, weil das ist dann schon viel Geld gewesen, was einfach weg ist. Ja, sein Knochen stinkt unheimlich. Ari, das stinkt, was du da isst, wirklich. Das ist dann nicht normal, wie das stinken tut. Wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass es so erhöhte Werbeausgaben sind, ist das ja auch immer, mein Produkt wird unter anderem vorgeschlagen und irgendwie der Algorithmus macht es automatisch, schlägt es mal davor und manchmal schleichen sich dann Sachen ein, zum Beispiel ist dann so ein Armband, ein Surferarmband, was wenig mit meinem Bergerarmband irgendwie zusammenpasst, wo es halt auch keine Verkäufe generiert, aber das ist dann da drin und dann klicken das sehr viele Menschen irgendwie an und dann kommen hohe Summen zusammen und das passiert dir, was weiß ich, 100 Mal irgendwie mit irgendwelchen Sachen, also musst du eigentlich jeden Tag reingehen und gucken, aha, bringt das was, bringt das nichts, ist das irgendwie erfolgsversprechend oder nicht und dann musst du es streichen, so, und dann gibst du dafür kein Geld mehr aus, das habe ich nicht in dieser Kontinuance gemacht, ja, und deswegen ist das so entstanden, ist blöd, aber auf jeden Fall auch lehrreich, ne, muss man erstmal wissen, Scheiße war das. Echt ein mieses Gefühl. Ja, meine Lieben, das war's dann wieder von mir. Ich wollte einfach mit euch hier kurz gemeinsam Zeit verbringen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, den Segen Gottes und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Adieu, ciao.